Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit J. Chris. Salve. Spitatori. Richtig. Und mit MTB Crafter. Hallo. Und wir fahren heute einen sehr hübschen Panzer. Wie hübsch ist der, Jan? Sag es, und seinem italienischen, also sein italienischer Dress ist echt sexy. Ist er richtig sexy? Ja, zu sexy für his Skirts, leider. Schöner italienischer Panzer, aber diese Pizza-Lackierung lässt ihn echt hübsch aussehen. Ich finde diese Lackierung so geil. Die sieht halt wirklich aus wie eine Pizza mit, keine Ahnung, Spinat und Salami oder so. Ja, ich meine, das wäre schon eine richtig eklige Vorstellung für eine Pizza, aber... Ich mag Spinatpizza, ich mag Salami-Pizza, aber kreuzen würde ich es nicht. Ich mag keinen... Nee, Spinat gehört nicht auf eine Pizza. Oh doch, schön Spinat, Schafskäse, Knoblauch, Würde ich eher eine Ananas-Pizza essen. Nee, das mag ich nicht mehr so. wieder ein bisschen off-topic, direkt am Anfang, sehr gut. Ja, ist im Grunde einfach nur der Premium Panzer 3N aus dem deutschen Tree ohne Seitenschürzen. Genau, und ohne Premium. Ja, ja. Der ist jetzt im normalen Baum auf 3.0. Bei uns also gehört definitiv Panzer zu meinen Lieblingspanzern, da hinten ist schon was. Wie weit bist du weg? Wie weit bist du weg? Wie weit bist du weg? Gott. Das Problem ist nur, Heat und wir spielen... Heat und Bäume und Büsche ja, und alles wir spielen andere. Als Italien seit neuestem oft gegen Deutschland und die denen ist Heat eigentlich voll egal. Ah, ganz egal nicht. Ja, aber doch schon... etwas. Hilft den nicht. Okay, das ist schlecht, der ist jetzt bei den Häusern. Ich push jetzt an die Häuser. Ja, ich guck mal, dass hier von rechts jetzt nichts kommt, aber stehen ja schon unsere Dreier. Ich vertraue denen jetzt. Da ist noch was. Einfach mal. Immer ein bisschen zu kurz. Ja. Immer ein bisschen zu viel Busch. Ja. Also auf Langstrecke ist ja nicht so geil. Ich finde in den Stadtmaps ist der richtig stark. Ja, die normale Granate von denen ist so lächerlich schwach, würde ich davon auch ein paar mitnehmen, gerade für solche Situationen, wo Bäume im Weg sind. Die Standardgranate, was hat sie, 65 Pen oder ja, so? Ja, wieso, die ist halt für 3-0 wirklich lächerlich. So. Ah, sehr schön, sehr schön. Der Panzer 4, den hast du nicht mehr gesehen, oder? Nein. Oh, ich habe ihn gefunden. Meine Wanne geradeaus, direkt durch. Ich fährst ihm gleich den Rücken. Meiner, hörst du auf? Ich wollte nur das Getriebe leicht färben. Willst du mich veräppeln? Heat ist schon speziell. Ja, und wir mussten leider merken, schießt mit Heat nicht mehr auf Kanonen, das macht gar ja, das nix. Ist echt ein Witz, man macht echt null, wirklich null Damage. Das ist kein Scherz. Ja. Also das Spiel registriert das nicht. Ja, du siehst dann in der Cam oben, wie die ab in irgendeine Richtung abprallt und dann war es das. Und dann ist sie weg. Was steht da? Ah, es ist tot, okay. Tot. Bin ich durchgekommen. In die Richtung? Ja. Oh, der guckt. Ich sehe ihn leider nicht mehr. Der ist hier, hat keine Ladeschütze mehr. Wie weit? Weiß ich nicht. Bist du? Oh, da ist aber noch was. Ah oh ja, Kommandant war Richtschütze Gleischen. Wenn du durchkommst, ist vorbei. Sehr schön. Sehr fein. Ich finde, die fliegt auch echt angenehm von denen. Also nicht so extrem, wie man es erwarten würde bei so einer Stummel. Ja, man würde es etwas derpiger auch erwarten. Ja, schreibt mal in die Comments, was ihr davon haltet, dass die deutschen Fahrzeuge jetzt erst in den italienischen Baum gekommen sind. Also uns gefällt's nicht. Wir hätten lieber von vornherein eine klare Achsen-Klassifizierung gehabt. Genau, also wir haben schon kein Problem damit, dass die halt jetzt da sind, aber ich glaube, da ist noch was, oder? Oh ne, das ist, sieht man nicht auf der Karte. Da. Bin mir nicht sicher, ob das tot ist. Da fährt auf jeden Fall was. Ich leider nicht einsehen. Ich auch nicht mehr. Ich glaube, das ist tot. Ich habe auf es geschossen und es bewegt sich nicht.
Ja, aber jetzt haben also wir halt leider einen kompletten Mischtree. Also mit Alliierten und Achsenfahrzeugen, das ist merkwürdig. Immerhin können da keine Russischen reinkommen. Schreiß nicht. Da ist jemand in unserem Punkt und keine Sau ist bei unserem Punkt. Ich fahr mal zu unserem Punkt. Ja, ich auch. David, das war übrigens ein Baum, der hat dir nichts getan, ne? Ja, aber dahinter waren Gegner. Ach so, okay. Aber da schieße ich jetzt auch nicht mehr drauf. Dann sind's Kollateralschäden. Ich komm mit. Es wird, by the way, jetzt ein richtig knappes Rennen zwischen den durchschnittlich 1000 Aufrufen auf meinen Videos und den 2000 Abonnenten. Ich bin echt mal gespannt, was wir zuerst hinkriegen. Oh, ist das Flugzeuge? Mach's gut, Schürze. Also Leute, ich bin echt dankbar für euren Support und ich freue mich riesig, dass die Videos so gut ankommen. Ja, bei Verbesserungsvorschlägen und dem weiteren, wie immer, in die Comments. Ich habe wieder vor, ein Turnier zu veranstalten mit Preisen, wenn es soweit ist. Was ist für euch denn lieber? Fliegen oder Panzer fahren? Wollen wir denn wieder zu dritt mitmachen? Oder du warst ja letztes Mal nicht dabei. Nein, ich war beim letzten Mal nicht dabei. Deswegen habt ihr ja auch verloren. Ja, ja. Jan ist unser Heiland. Ja, nennt mich Ibrahimovic. Auf dem Discord könnte man es als echt meinen. Also du hast da, man kann es ja anders sagen, das sind mittlerweile schon fast Fanboys. Voll cool. Das ist ja in Ordnung. Ich krieg voll nie Herzchen unter meine Kommentare. Das ist voll lustig. Jetzt eben ist keiner zu B gefahren, jetzt fahren sie alle zu B. Meins. Die Map ist ein bisschen zu groß fürs Battle Rating und diesen Modus, finde ich. Ja, für das auf dem Battle Rating auf jeden Fall. Aber das shared Kaijin ja nicht. Nee. Bin mir jetzt etwas unschlüssig, wo ich hinfahren will. Captain brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was, der lebt noch? Nee, er ist tot. Er wurde doch eben noch was angezeigt, oder ist der ausgegraut? Ja, der ist tot. Der ist tot. Okay. David, hast du bei dir noch irgendwo Gegner? Nö, ich glaube nicht. Ist gerade das Flugzeug geschossen? Vielleicht. Hast du einen Baum getroffen? Nö. Oder vielleicht ganz weit weg. Nein, könnte sein. Da wären wir wieder beim Punkt Arti. Ist das ein Feind oder ein Verbündeter, der auf dich schießt? Feind, glaube ich. Aus der Richtung irgendwie. Ja, ich glaube, in deren oberen Spawn ist eine Flugabwehr. Ja, sieht so aus. Tangiert mich momentan eher weniger. Nö, das stimmt. Das ist mir voll egal. Ich wollte es nur irgendwie sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Typ ist mir voll egal. Es lebt eigentlich noch einiges. Mich wundert so hart, dass der da überlebt in A. Ja, vielleicht waren die ungefähr so wie wir, sind einfach erstmal aus dem Rum gefahren. Auf was schießt du damit? Auf die Flak, die im oberen Spawn ist, die euch voll egal ist. Achso, die ist aber gerade gestorben, oder? Nö. Ja, jetzt ist ein Chromwell bei A. Hey, wo steht die denn? David nicht. Ich hab sie getroffen. Ich nicht. Wie weit? 800 circa, glaube ich, vielleicht so in etwa. Mann, was ist denn da im Haus? Jetzt hast du so verjagt. Ach, ich? Okay. Ich push mal zum Punkt. Müssen wir mal zu Ende bringen. Dieser Spielmodus ist im Low-Tier echt zäh. Das stimmt leider. Also du kriegst es halt auch nicht hin, da wirklich spannende Folgen draus zu machen, finde ich, weil du fährst halt echt nur hin und her die ganze Zeit. Da fährt was. Auf dieser Map ist es halt schwierig. Na, nicht da? Nein. Botting ist mal wieder ein wenig. Da. Ah. Oh ja, ich seh's. Okay, jetzt sind Büsche dazwischen. Ich hab Treffer. Ah, bei A.
Ah, bei A. Ja, das ist ein sehr starker Baum. Suchst du nach dem? Oder was machst du? Na, das ist eine Flak, die jetzt da irgendwie ganz nach außen fährt. Joa, also ich mein, wenn er lustig ist. Zeig's mal für das Team unten auf der Karte an. Ungefähr weiß, wo die ist. Dann können die sich darum kümmern. Weil der ist uns völlig egal. Ja, richtig. Wir machen die wichtige Arbeit jetzt hier. Ah ja, ist tot. Ja, das sind zwei Gegner. Einer ist noch hier. Okay. Gut ist, dass wir zu dritt sind. Hier hinterm Eck steht direkt einer. Da ist ein Schirm. Gehen leider nicht. Ich hab einen Busch getroffen. Kannst du das irgendwie weg-MG'n? Das ist eine komplette Muni rot gefärbt. Oh, sehr gut. Das da ist ein Cromwell. Hab ihn getrackt, aber krieg ihn so nicht. Wenn du von hinten ranfährst, also links rum von hinten ums Haus. Jo, bin dabei. Weißt du nicht genau, wo er ist, aber. Direkt hier im Hauseck. Also fahr einfach hier außen rum ums Haus. Aber pass auf, also wenn der nach Gehör spielt, dann hört er dich kommen. Push ihn mal ein bisschen und guck, ob ich. Nevermind, sehr schön. Aber er hat dich gehört, offensichtlich. Ja. Was ich an diesem Modus auch so wahnsinnig hasse, ist, dass diese Punkte so leicht zugänglich von deren Spawns immer sind. Ja, und dann, dass es so lange dauert, wenn man mal da ist. Ja. Also auf der Map geht's ja, aber da gibt's andere Maps, die sind schon extrem schlimm. Komischen Wüstenmap, wo du dann eigentlich schon fast im gegnerischen Spawnbereich. Weißt du, er ist gerade gespawnt, ich sehe ihn. Au. Au. Was? Von wo? Ach, von unten, okay, ich guck grad nach oben. Ja, ich wurde auch von oben beschossen von irgendwas, aber es hat mir nichts gemacht im Grunde. Okay, weil ich sehe keinen Schussqualm oder so. Ja, kommt schon wieder. Aua. Das ist ein Flugzeug. Ja, ja, wie gesagt, das kam von oben. Das ich meine jetzt vom oberen Spawn, da bin ich. Achso. Kommunikationsschwierigkeiten, meine Damen und Herren. Ich wollte nur sagen, ich decke den Weg vom oberen Spawn ab, dass die da uns nicht reinfahren. Sag Norden, dann ist klar, was damit gemeint ist. Das weiß ich bei Leras auch nicht so, ob der das dann weiß. Das ist Norden. Ich habe schon alles versucht, mit ihm da die richtige Kartenkombination zu üben, aber. Tut mir leid. Wandern. Sonderer Junge. Wir haben es versucht mit Himmelsrichtungen, mit dem Quadratnetz, Gitternetz, das ist irgendwie. Für ihn ist das linker Spawn, rechter Spawn. Es ist aber auch schwierig, wenn jetzt aus der 10er Linie auf einmal die 7er Linie wird. Ja, finde ich schon. Ja, okay, das stimmt, ja. Das verwirrt mich immer noch. Das ist ja auch verwirrend. Hallo, jetzt hört mal auf mich zu mobben, ja? So wie damals, wo die einfach A mit C umgestellt haben. Ja, genau. Das hat mich Alter, jetzt ja. Und wo ist überhaupt der D-Punkt? Oh, direkt vor mir ist was. Aber es kann nicht mehr wegfahren, scheiße. Es kann auch schießen, es ist eine Stufe. Aber es kann mich. Nee, es kann nicht auf mich schießen. Das hat er. Oder? Hast du Hilfe? Ich weiß es noch nicht. Ja, wäre cool. Da muss man hinschießen. Fahrer rechts, Schütze rechts antreten. Kannst du den nehmen? Naja, warte, ich muss 13 Sekunden nachladen, also hau. Okay, drauf. Dann schieße ich nochmal drauf. Oder. Nevermind. Okay, oder Papa J macht. Macht's. Also. Hey. Hey. Yay. So, jetzt aber komm schon. Oh, direkt neben mir ist eine Flak, sehr witzig. Ha, ich hab's noch bekommen, letzter Kill. Die Dings nicht mehr, die Herausforderung. Tja, 14 Minuten für sowas. Für nur 4. Ne, es sind sogar nur 2 Kills gewesen. Zappalot. Wort ja gar nicht. Ja. Gemeines Warsunder.
Tut mir leid, ich habe viel zu viel zu erforschen. Alles gut, alles gut. Die Zuschauer akzeptieren das. Wir freuen uns alle mit dir, wenn du neue Sachen freischaltest und dadurch effektiver wirst. Ja, das stimmt. Hast du jetzt eigentlich vorher schon mit der 100mm Pen Heat geschossen und noch der 80er? Jo, no. Jo, nope, nope, jo. Okay, ich weiß genau, was du meinst. Ja. 100er. Sehr gut. 10er. Ja, natürlich. Gibt es hier eine andere Möglichkeit? Ja, Osten, aber dafür sind wir zu langsam. Achso, du meinst hinten bei Arum? Ja. Ja. Wobei der Panzer 3 echt schnell ist. Und der schießt auch schnell, ja, stimmt. Ah, ich hab schon wieder vergessen, meine Tarnung auf die andere Tarnung umzukleben. Ah, du hast ja schon mit den drei farbigen hier. Ach, stimmt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss mich immer noch an das neue C gewöhnen. Ich finde das echt gewöhnungsbedürftig, was die da gemacht haben mit den ganzen Steinen. Achso, ja, das stimmt. Aber es ist besser. Ja, wobei von der anderen Seite finde ich es echt unfair teilweise. Ja, aber es ist trotzdem, ich finde es generell jetzt ein bisschen besser, weil es nicht mehr so offen ist und jeder von überall irgendwie. Ich habe eben überlegt, was für ein schöner Thumbnail. Dann habe ich hinten dran den Sherman gesehen und mir gedacht, nee. Der darf nicht mit. Immer Leute, die sich aufs Foto schleichen. Fotobomben bei Panzern, furchtbar. Ja, echt, ey. Aber wir spielen schon wieder gegen Deutsche. Ist ja Wahnsinn, ich raff's halt nicht. Hier habt ihr einen Panzer 3 und einen Panzer 4 und eine Stuck und jetzt kämpft gegen Deutsche. Mhm. Ich meine, davor ging's ja eigentlich. Davor sind Italiener eigentlich fast die ganze Zeit mit Deutschen gefahren. Ja. Und jetzt machen's die Briten. Als ob die Briten und Deutsche jemals Freunde waren. Ja, doch, hier Battle of Britain, dieses Sportereignis. Oder hier, na gut, damals hier Preußen und Großbritannien, als sie Napoleon besiegt haben, aber komm, das zählt nicht. Aber sonst... Da ist was ziemlich nah, glaube ich. Ich habe mir die 8-8 in der Mitte weggemacht. Ich glaube 66 beim Wembley-Tor waren sie auch hier, gute Freunde. Kommt gleich was, glaube ich. Das ja, da fährt ein Stuck. Ne, Marder. Ah, passt auf, von hier oben. Da ist was, hier. Und? Ja, rechts oben ist ein Puma. Also, viel. Ziemlich... Hä? Das halte ich gerade für ein Gerücht. Leute, bitte sagt mir mal, ob das Schwachsinn war gerade. Aber das war cool. Ich habe gerade 4 Schuss für einen Marder gebraucht. Ich bin dreimal nicht durchgekommen. So viel zum Thema Heat, ne? Sehr schön. Da ist, glaube ich, noch ein KV2. Also weiterhin. Das ist nicht schön. Wobei, den Pen war auch easy. Ja, doch, mit Heat. Ja, doch. Oh, Heat. Der hat geschossen. Hat nur die Kugel anfliegen sehen. Ich hab seinen Turm bekommen. Ich hab beide Leute im Turm. Sehr schön. Ich weiß schon, warum ich dieses Ding so gerne hab. Die Reload-Speed plus die teilweise echt gute Panzerung. Ja, genau! Ich bin beim Puma an der Gunblende gebounced. Hast du ihn? Jo. Sehr schön, immerhin bleibt's in der Familie. Ja, ja, das kannst du dir nicht ausdenken. Echt, erst der Marder, dann der Puma. Das war halt jetzt wieder so perfekt. Ich mag ihn wegen seiner guten Panzerung. Tschüss. David, erster Satz bitte. It's worth it. Ja, aber echt. Oh bitte, das waren aber ganz schlecht geworfene Bomben. Ja, das sah echt nicht gut aus. Habt ihr eigentlich mal, oder hast du Jan mal geguckt, ist die afrikanische Tarnung jetzt endlich drin? Oh. Ich glaube, bei den höheren ist sie sogar drin, bei den Apex 7. Ja gut, vielleicht ist sie zu modern. Wobei, selbst die Low-Tier-Dinger sind eigentlich relativ modern. Ja, sind ja auch nicht so in den 30ern entstanden. Ich habe gerade kurz gedacht, wer droppt denn da eine Bombe auf mein Haus? Vor meinem Fenster ist gerade irgendwas Pfeifendes langgefahren. Okay, wir bewegen uns raus. Dafür kommt da von hier was Neues. So, bin wieder bei euch. Ich bin tot. Bei euch?
Okay. Wäre komisch, wenn du bei mir wärst. Entschuldigung. Verdammt! Lass mich in Ruhe! Wenn du gleich ein Ziel hast, sag Bescheid. Ja, ich hab ein Ziel für dich, aber ich kann es gerade schwer markieren, weil es sonst auf mich schießt. Es guckt mich an. Wie sage ich dir das jetzt am besten? Hier in die Richtung, aber bei den Häusern. Ist markiert auf... Ja, okay, du siehst das Flugzeug nicht. So ein Panzer 4 mit der langen... Meinst du den hier direkt vorne dran? Ja, genau. Ah, der. Ich werde wahrscheinlich nicht treffen, aber ich probier's. Hast du ihm was beschädigt? Nö. Wie auch. Oh. So. Ah, kurze Bombe. Sehr schön. Ey, die Quadriama hat mal was gerissen. Ja. Das Ding ist halt leider echt nicht so gut. Ich flieg's gerade zum ersten Mal. Also sie ist nicht schlecht, aber sie ist im Vergleich zu den Tech-Tree-Dingern nicht wirklich nützlich. Nö, die ist okay. Ja, es ist okay, Eventfahrzeug. Ja. Oh, ich habe ja einen Flieger hinter mir. Wo kommt denn der da her? Achso, ein Flieger, ich hab verstanden, einen Tiger. Das wäre auch komisch. Du wirst vom Tiger-Helikopter gejagt. Oh ja. Oh, wir werden gespawnt können. Obwohl ich es halt nicht schlimm finde, dass die halt keine Eventfahrzeuge reinpacken, die nicht total OP sind, sondern halt. Nee, so sollte das auch sein. Gerne merkwürdige Fahrzeuge, die im Tech-Tree nichts verloren haben und eher was Besonderes sind, nicht unbedingt effektiv. Genau, ja. Also keine Metafahrzeuge. Ja. Zum Beispiel, es gibt eine Menge Halbkettenfahrzeuge bei den Deutschen, die man noch reinbringen können. Zum Beispiel das SDKFZ mit dem Mörser hinten drin. So ein indirektes Feuerfahrzeug wäre ganz lustig. Ja, aber da hätten wir das indirekt befeuern, dass sie das reinbringen. Das wird dann ähnlich effektiv wie bei der Matilda Hedgehog. Ja, oder ja. Das Halbkettenfahrzeug mit der fetten Pack vorne oben drauf. Ja, aber ja, die Matilda Hedgehog ist ein perfektes Beispiel für sowas. Genau, im normalen Tech-Tree werde ich total... Kacke, keiner wird sie spielen, aber so als Just-for-Fun-Fahrzeug für so Events oder Battle Pass finde ich richtig, ja. Das ist wieder voll gemein, wie unsere Leute bei den Spawns rumhängen. Ja, ne? Ja, wir sollten uns hier duellieren. So, wie Linieninfanterie. Ja, genau. Ey, hast du gar nicht. Warum wird auf uns geschossen? Ihr macht doch gar nicht mit da hinten. Ach, das war David. Achso, ich muss gerade sagen, ich hab mich gerade hart gewundert. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch die Guten hier. Ist echt so. Ja, aber auf die wird trotzdem geschossen. Wird immer auf die Nicht-Spawn-Campenden geschossen. Lebt. Very well. Okay, das war zu hoch. Schöner Schuss. Danke. Ich mag den. Wow. Das ist mein Lieblings. Der italienische M3 ist mein Lieblings M3. Ich hab ihn mir leider. Was? Ich spawncamp doch gar nicht, du Sau. Das meine ich. Wir fahren hier nur so lang, so ja, die Runde ist gewonnen, wir machen noch ein bisschen Spaß. Und wir sind die Bösen. Wir werden. Ja, ja. Das ist immer so. So, wir smoke uns mal zu. That's my life. Der Rauch reißt jetzt voll raus. Ja, pass auf, dort rechts, hier vorne. Oh ja. Kein Durchschlag, was? Nicht mal registriert der Hit. Geht doch. Ach Mann. Mhm. Nicht so gemein zu mir. Ich sag doch, dass dieser M3 ist mein Lieblings-M3. M3 ist generell saustark. Aber der A3 ist auch noch der hübscheste von denen. Ja, das stimmt. Die Front ist... Ich will das S-Wort jetzt nicht schon wieder sagen, aber hübsch. Und der bounce doch am meisten, ja. Da komm, eine geht noch.
Einmal geht noch. Immerhin können wir jetzt sagen, dass wir aktuell schon 2 Runden gewonnen haben. Ja, ist in Ordnung. Nur zählt's halt wieder leider nicht zum Battle Pass. Nee, ist alles an 2. Nee, aber ich glaube, bald ist die Zeit vorbei, wo die ganzen Tryhards unterwegs sind. Dann kann ich mich auch mal ransetzen. Mich nervt das. Die Leute, die halt wirklich so die richtige Exploit-Punkte benutzen. Ja, stimmt. Hier auf der Italien-Map gibt zum Beispiel einen Punkt. Ich sag euch jetzt nicht wo, aber man kann auf die Dächer drauf. Aber es ist halt generell, die meisten Aufgaben kann man doch so gut nebenbei machen. Ja. Wenn man ganz normal spielt, da muss man gar nicht tryharden. Und hintenrum würde ich sagen, also außenrum. Ja, ist bei mir so zumindest bisher nicht aufgefallen, dass man da krass exploiten müsste. Nö. Man muss eigentlich nur normal spielen, aber da die anderen, die das halt machen, nehmen mir persönlich die Lust an sowas dann. Ja, ich weiß. Memme. Jetzt kommt schon wieder irgendein Opa Segras Kommentar oder so. Sagte der Uropa J. Chris. Oh bitte, das hat sich gar nicht durchgesetzt, ey. Nee. Du bist Uropa Honey. Das war ein sehr netter Versuch, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Ja, wart mal ab. Ich tu das einfach nochmal ein paar Mal reinstreuen. Nee, das ist nicht so witzig, das setzt sich echt durch. Das ist ein besserer Thumbnail, glaube ich. Der Panzer 4 hinten ist in Ordnung. Der ist wenigstens deutsch. Kannst du einfach blören. Wir spielen zusammen im Deutschen. Ja. Und den Franzosen. Sabalot. Was machen die Franzosen? Was machen die Franzosen? Weißt du, jetzt sind die 3 Achsennationen zusammen und jetzt sind die Franzosen dabei. Erklär's mir bitte. Ist das Vichy Frankreich oder was? Achso, ja. Kann sein. Ich hab die eingeladen. Oh, sag nichts Falsches. Ja, das sind deine du kriegst die bösen Kommentare. Komm schon, drift hier rüber, das kriegst du hin. Ja! Nein, kriegst du nicht, scheiße. Doch. Aber gerade so. Ich glaube, ganz außen ist schon was, oder? Was meinst du mit ganz außen? Hier, in der Richtung. Also nicht ganz da unten, aber hier unten. Irgendwo. Oh ja, hallo. Bin gebounced. Betriebe. Guard. Rest. Das war merkwürdig. Das Spiel mit seinem Olivenöl lässt mich jetzt nicht mehr raus. Das denn wieder? Das ewige Rutschespiel. Ja, lächerlich. Das ist halt echt schlimm. Wenn du nicht willst, dass du zu irgendwelchen Positionen kommst, dann mach halt Panzersperren hin oder Stein oder sonstiges. Aber ja, das hier bei mir schon wieder, das ist halt Schwachsinn. Ja. Of course! Oh, schon, der muss mal irgendwie rüberkommen. Von der anderen Seite kommst du doch auch hin. Mag mich mal einer von euch schieben. Da steht nämlich ein M3. Warte, ist er gerade gestorben? Ja, der ist gestorben. Er ist gerade gestorben. Schiebst du mich trotzdem mal? Komm! Rück! Ja, nicht seitlich, das macht wenig Sinn. So. Gib Gas! Das ist so lächerlich. Ja. Oh. Nee, jetzt häng ich am Stein. Vergiss es einfach. Nein, ich hab grad Anlauf. Oh ja, komm, dann hau auch noch rein. Anlauf. Jetzt hab ich keinen Anlauf mehr. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Nö, jetzt dreh ich mich um und fahr nach B. Das gut sein. Das hat keinen Sinn. Was? Ketten sind nicht für solches Gelände gemacht. Nee, Ketten sind nicht für Steigungen gemacht. Waren sie nie. Also wer würde denn sowas denken? Ja, keine Ahnung. Ja! Oh mein Gott, ist das dumm. Ach, ja. Von Olivenöl und Schmiermittel. Oh, pass auf, über uns ist ein Flieger. Ach, der soll auch fliegen. Hast du mal auch ein Auge in die Richtung? Da kommt ein Tier von deren Spawn rum, ne? Jo. Wir kommen hier auch nicht hoch, ne? Wir hätten mit Jan fahren sollen. Da oben was. Achtung, Sherman!
Oh ja. Ja, genau. Danke. Ich bin von unten nicht durch und durch gekommen. Ja, da ist noch was. Achtung. Wo? Oh, da guckt gar nicht zu uns. Ja, eben. Rein. Wow, jetzt hast du mir meinen Schwung genommen. Soll ich drauf schießen? Nö. Der gehört mir. Eieiei. Holen die sich gerade A? Oh ja. Ja. Kann man nicht zu weit rausfahren, da oben auf diesem komischen Turm ist noch was. Oh ja. Da ist der Gegner, ich sehe ihn sogar. Oh Gott, ey. Ich bin doch extra schon hier schräg hochgefahren. Nein! Da ist noch ein Gegner. Oh ja, hi. Ja, ich kriege den Schutzverschluss mehr. Au. War was raus. Au. Natürlich von A aus. Von A? LOL. Klar. Ja, da oben. Och, Leute, ein Teddybär mit einer bescheuerten Kerze zwischen den beiden. Fühlt sich jetzt lustig. Ich höre, die Leute werden auch immer dämlicher. Nein, ich reg mich nicht auf. Alles ist gut. ABG. Jan, du hast gesehen, wo ich gepinkt habe, ne? Ja, ich weiß, wo der ist, aber ich kann gerade nicht rausfahren. Auf dem Dürmchen steht ein Würmchen. Ja, der hab ich. Hat euch eben auch schon mal angezeigt. Also, ich wurde von unten von A gekillt, vom T28. Der gerade gestorben ist? Ne, der hat schon wieder einen gekillt. David, da ist ein Doppeldecker bei mir im Spawn. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Da kommt sie in. Das hat mir gerade den Motor genommen. Wie hat denn der 105er die Moskito gekillt, bitte? Sag mal, wo steht denn dieser T28? Das ist doch der, der unter der Brücke stand, oder? Und da oben im Turm geht mir massiv auf die Nerven. Ja, das ist leider eine richtig behinderte Position, wenn die einmal. Ja, das ist halt auch so eine richtig. Das ist so eine richtige Assi-Position, wie ich sie meine. Du kannst halt in den. Danke. Ja, das war's für mich mit den schönen Panzer 3s. Schnürf. Ich bin tot. Natürlich geht mein Flieger nicht aus. Aber alle anderen schon. Liegt noch was? Mir gefällt die Tatsache nicht, dass ihr gerade alle synchron sterbt. Ja, ich komme auch mal von oben. Da ist immer noch der Doppeldecker, oder? Aber es sah auf jeden Fall sehr schön aus, wie du den weggesprengt hast im Turm. Immerhin. Waren sogar nur die kleinen Bomben. Und fliegt denn der Doppel-AC? Ich habe leider auf den falschen geschossen, da steht nämlich noch ein Wrack. Ich glaube nämlich, der stand da schon zweimal oben jetzt. Ist da nur ein Doppeldecker in der Luft, oder? Nee, ist ein Monoplane. Also ist kein Doppeldecker. Okay. Cool, cool, cool. Ist mir aber zu weit weg für die Flak. Ja, der versucht gerade unter mir wegzudiven. Also wenn du mir bringst... Oh, da sind so zwei sogar. Achtung, hinter dir hängt sich jetzt einer. Komm her. Zu dir. Ja, ich komm zu dir. Ist jetzt rechts über dir. Okay. Ja, er hängt nicht mehr hinter dir. Er ist jetzt über dir. Jetzt muss ich mir mal ein Bombenziel. Nein, scheiße, hat mich die Anti-Air von denen getroffen. So Einzelschuss-MGs, Kanonen-Flugabwehr-Dinger sind nicht so mein Fall. Nee, die M16 war da etwas besser, die mich abgeschmissen hat. Ja gut, da dackerst du halt einfach hin und irgendwas trifft schon, ne? So ungefähr, ja. Hier oben steht was. Pass auf, hinter euch. Oh ja, na gut, ich bin tot. Ja, der war gerade auf dem Spawnradar.
Oh lol, da sieht mich nicht. Interesting. Wow. Wo? Ist er tot? Nö. Hab ihn mit der Flak. Sehr gut. Sorry, David, ich hab ihn vorher nicht gesehen. Ja, ich hab auch den Schuss verkackt. Jetzt qualmt er mir mit seinem Feuer das Schussfeld voll. Oh, der wäre auch so schön gewesen, der Kill. So ein gemeiner. Jetzt ist das Feuer weg. Oh. Das ist ja gemeiner Hund. Echt, ne? Was hält den ein? Guck, lässt du mich bitte durch? Oder kannst du da durchschießen? Gentleman! Das ist halt echt lächerlich, diese Flak. Ich habe den 3-4 Mal getroffen und es passiert einfach nichts. Wenn er sich nicht in den Boden stürzt. Hast du gesagt, die leben dort genug? Respekt. Oh nein, 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 nein. Oh hi. Warte mal nach, Kumpel, wir haben noch ein bisschen Arbeit. Also jetzt trollen wir so. Oder wahrscheinlich sterbe ich jetzt einfach direkt. Da kommt jetzt dahin noch ein Sherman da hier vorne. Sherman kann aber nicht mehr schießen. Und er ist da. Ich hab. Aber ich habe teilweise das Gefühl, dass Schüsse nicht wirklich registriert werden. Es kann sein, dass die Clients schon wieder nicht miteinander arbeiten. Nee, auch bei der Heat vorhin letzte Runde. Bei dem Marder habe ich das Gefühl, dass viel mehr Ghost Shells wieder vorkommen. Ja, ja, nichts Neues, noch im Patch. Achso, wir sind ja immer noch im Patch-Month, ne? Ja, genau. Alter, ist halt so bitter. Drauf schießen. Oh oh. Nein. Hat man nicht aufgepasst. Ist der da auch außen? Der ist. Oh Gott, außerhalb der Mauer, ja. Okay. Aber relativ nah an der Mauer. Okay, er ist tot. Okay. Guck mal, ob ich mit diesem schönen, aber leider nicht mehr ganz so effektiv im Flugzeug noch was reißen werde. Weiter so. Dann kann es den Sieg nur okay, ich habe das Gefühl, Flugzeugmotoren sind schon wieder viel zu lause, genau. Viel zu lause nach dem Patch. Man weiß es noch nicht genau, ob es jetzt zu leise oder zu laut ist. Die sind zu lause. Very well. Warum redest du wieder so lause mit mir? Ich verstehe ja nur die Hälfte. Verstehst nur die Hälfte? Ich verstehe nur die Hälfte, genau. Okay, sehr gut. Irgendwelche Ziele am Boden? Gerade sehe ich nicht wirklich was. Vielleicht dort, wo du. Na. Vielleicht hier hinten, geht da der in der ab? Gegend. Okay, da ist noch ein Flieger. Der noch? Ja, sieht so aus. Wahrscheinlich noch ein Knall. Ach Mann! Das ist der Hammer, ey, heute. Ich gucke einen Gegner an und der stirbt in dem Moment, wo ich die Rakete, die Kanone oder was auch immer ausklinken will. Die Kanone ausklinken? Hier sind Gegner. Okay, okay. Bei hier? Okay, dann töte sie nicht. Oh. Fahr mal da nicht so ganz hin dann. Ja, da war ein Gegner. Das sah schön aus. Die können also doch noch was, die Raketen. Und ein Valentine ist jetzt nicht so dünn, dass ich sage, das war Halbreak. Nee, nee. Ich glaube, Valentine kriegt keinen Halbreak. Nee,
Wobei ich ja sage, dass so riesige Derps wie der KV2 Hullbreak bei allem auslösen sollte. Naja, vom Reservepanzer bis zum Leo 2A6, egal wie er trifft. Ja, also ganz ehrlich, ich meine, jeder kennt diese Bilder von einem Tiger, der von einem KV2 getroffen wurde und dann auf der Seite liegt. Ja, stimmt. Oder wo der halbe Turm einfach weg ist. Aber ja, wissen wir ja. Dann heulen sie wieder alle rum, wenn Derps zu stark werden. Und was kriege ich? Eine Million? Wahr. Nein. Aber ich krieg einen Gutschein für den P40, den Panzer 3, den 2-3er Medium, die R2001 und die Quadriama. Ja, Mensch. Danke, Gaijin. Und die Stuck ist fertig. Das ist auch ein guter Teaser für eine der nächsten Folgen. Wir wollen nämlich auch die 4-0er-Riege der Italiener machen. Kann ich gleich mal... Ach Gott, wo forsche ich denn jetzt dran? Nehmen wir mal den M4. Ja. Ich finde, das ist eine schöne Addition. Leider etwas spät. Aber wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß bei der Folge. Oder gerade, weil die Deutschen endlich da sind. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.